Wunderschönen guten Abend, ihr süßen Mokus und Mumus. Ich hoffe, euch geht's gut. Na, wie geht's bei euch? Mit euch, um euch, wegen euch, zwischen euch. Ihr Lieben, ich habe einen neuen Filter ausprobiert. Naja. Deswegen wird jetzt alles ein bisschen mehr in Rot angezeigt. Aber das kriegen wir hin, oder? Warte, ich komme mal rüber. Ich zeige euch das mal. Hier siehst du, da ist so überall so ein bisschen Rotstich drin. Geht's euch, ihr Lieben? Habt ihr das Wetter auch so genossen wie ich? Mit 13 Kilometer wandern. In der Sonne. Nein, ich habe Sonnenbrand, mein Freund. Ich war heute mit mindestens 3 Stunden draußen. 4 Stunden. Deswegen, pst. Deswegen sehe ich gerade aus wie vom Panzer angefahren. Also, habt ihr jetzt einen Vergleich? Ich habe gar keinen Sonnenbrand. Das ist ein Filter, habe ich doch gesagt. Das ist ein TikTok-Filter. Kevin, was willst du haben? Jetzt hau mal raus. Nee, ich habe sehr empfindliche Haut, weil ich nie draußen bin. So, was wünscht ihr euch denn jetzt? Kai, was wünscht ihr dir? Ich habe noch mal nachgeguckt. Regel 10 essentiell wichtige Sachen, die man mitnehmen sollte, wenn du wanderst. Nummer 1, Sonnenbrille. Nummer 2, was zu trinken. Nummer 3, Creme. Und eine Mütze. Ja. Was willst du denn jetzt? Tienchen, Mienchen. Hallo, Tienchen. Tienchen, ich habe mal kurz eine Frage. Hast du das Ding eigentlich jetzt schon gekriegt? Dein Dings. Dein Teil. Ich hätte gerne Follow the Light. Okay. Also es soll eigentlich am 22. angekommen sein, dein Plüschtier, deswegen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Vielleicht hat sich das der Nachbar eingesteckt und will selber so eine Kuh. Am 22.04. soll er schon da gewesen sein.
Also es stand drauf, dass unterschrieben wurde. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt der Fahrer war. Aber frag, wie gesagt, mal beim Nachbarn. Vielleicht wurde da ein Zettel nicht reingegeben. Der stand auf jeden Fall drin, wurde abgeliefert. Sonst müssen wir nochmal gucken. Ich habe mir überlegt, wir lassen einfach das Licht aus und dann gibt es auch keinen Tomatenstream. Aber selbst in dieser Farbe sieht man das. Das liegt aber am Farbton. Scheiße, das sieht man auch mit der. Das, ach du Scheiße. Wir lassen über die andere Farbe. Ihr habt nichts gesehen. Wirklich am Farbton. An meinem. Ich heute wandern war. Da gab es richtig viele hübsche Kühe zu sehen und ganz viele Pferde. Die hatten bei uns in der Nähe so ein Reiterturnier, also so ein bisschen außerhalb der Stadt, aber da gab es ein großes Reiterturnier. Leider bin ich da erst angekommen, als die Siegerehrung war. Naja, aber trotzdem überall schöne Pferde gewesen. Wer die mag. Sagen wir es mal so, mit der Sprühflasche jetzt zu sprühen, wäre ein guter Vorteil für mein Gesicht. Das wäre ein praktischer Vorteil für mich. So. Toll, jetzt sieht das Ding aus wie mein Gesicht. So, Kickwin. Dann machen wir das Licht jetzt mal ganz dunkel. Ich zeige euch mal das ganze Thema. So, genug gesehen. Ich bin wie so ein Vampir. So. Schere. Das Licht am Farbton. Irgendwas stimmt mit dem Lichtchen nicht. Ich kann das spüren. Hallo, Männchen.
würdest du sagen, dass der Stream so einen kleinen Rotstich hat? Von den Farben her. Ich bin eine Space Goof von Planeten Mars. Ne, von Planeten Snickers. Habt ihr schon geschafft. Ist ja praktisch. Boah, ich brauche tatsächlich mal so einen Sprüher. Oh, das wird gerade gut. Ich glaube, in meinem Kinn habe ich es nicht. Du wolltest das auf Popschutz haben, hattest du ja gesagt. Verzeihung. So. Was habt ihr heute Schönes getrieben? Schieß mal los. Ich höre zu. Was hast du heute Schönes gemacht?
ausgeschlafen und Jahrmarkt. Nee, ich war heute schon wandern, wie man sieht an meinem Gesicht. Nee, ich gehe kein Mai wandern, weil ich muss morgen Abend wieder in die Arbeit. Also wandern könnte man ja, aber mein Gesicht und meine Haut lässt das gerade nicht mehr zu heute. Also morgen. Deswegen kümmere ich mich erst darum, bevor ich es noch heftiger mache. Und Alkohol trinke ich generell ja nicht. Und ich möchte gerne meine Ruhe haben beim Wandern. Geht ihr denn? Habt ihr ordentlich was mit Schuss bestellt? Die war eigentlich ganz schön, ja. Wir haben, beziehungsweise ich habe ein, wie heißt es? Nicht mittelalterlich. So eine Mischung zwischen Mittelalter, Steinzeit, das habe ich gesucht. So Steinzeithäuser habe ich besucht. Da konnte man so reingehen und gucken, wie man Häuser gemacht hat damals und so. Voll cool. Und Pferde gucken. Und Kühe gucken. Und kennt ihr diese Hofläden? Diese 24/7 Hofläden? Da gab es dann nochmal leckeres Eis. Und da gab es so Erdbeerpflanzen. Da haben 3 Stück 6 € gekostet. Aber da waren dann 3 verschiedene Sorten. Die einen sind früh, die anderen mittel und die anderen spätreif. Das heißt, man hat dann für das ganze Jahr was zum Naschen. Oh, das würde ich auch ganz gerne machen. Ich kenne nur Schnittlauch und Brennnessel. Quasi. Lavendel kenne ich auch noch. Was kenne ich noch? Kamille? Was gibt es noch? Kamille. Also was ich kenne vom Optischen her. Das Magiekraut. Radieschen. Ist das ein Kraut? Ist Bärlauch nicht diese Pflanze, die so übelst nach Knoblauch schmeckt? Vertue ich mich da gerade? Ist das nicht Bärlauch?
mitbekommst, dass du jetzt deine Meinung geändert hast, hast du mal reingebissen. Das. Das kannst du auch wunderbar in Salat reinmachen. Ich glaube, das ist dünnes Edelstahl. Dünner Edelstahl. Ich glaube, das ist nicht Metall. Nee. Mein Trigger. War das deiner? Klingt das auf Ork? Akte, Akte, AAA. Auf Ork hört man das nicht. Ich glaube nicht gut. Ihr seid sehr in, wie nennt man das? Erfinderlaune. Bei dem Dermaroller, was ja gut ist.
Was habt ihr denn morgen alles denn noch geplant? Geht ihr denn auch noch los? Also saufen und so. Oder in Anführungsstrichen in den Mai wandern. Und Lyxia, ich zeig dir gleich mal, was ich noch hab, was ungefähr mit dem übereinstimmt, was du geschrieben hast, mit dem Stoff. Das Bett hüten. Sie meint verhütten. Das ist, wenn man grobes Erz zu Barren macht, dann verhüttet man das. Grüß dich. Wer hat Lüller? Das bringt Glück, solange der nicht, den ich geknabbert hat, den Zahn.
Wir machen heute nur bis 22 Uhr. Das war ja eigentlich so ein Überraschungsding. Aber das Ding ist, mein Sonnenbrand sagt, hör auf damit, du sollst jetzt schlafen und dich ausruhen. Deswegen machen wir heute nur bis 22. War ja nur so eine Überraschung für euch. So ein bisschen machen. Aber ich denke, ihr versteht das. Nein, Moment. Du machst jetzt bis 12. Ich hab Milch zu Hause. Gurke, das ist doch gesund. Das isst man doch nicht. Ich habe Kühlpacks zu Hause. Die kann ich mir ins Gesicht drücken. Ja, ich hab meine anderen Methoden. Ich habe andere Methoden. Ich habe noch eine Aftersun von letztem Jahr Ägypten. Da ist so Panthenol. Laktosefreie Milch. Naja, ich habe Pflanzen hier. Aber die Aftersun, die ich habe, da ist Aloe Vera drin. Und Panthenol ist da tatsächlich auch drin. Ich mach mal das Licht ein bisschen heller, dann siehst du das ganze Spektakel. Deswegen machen wir jetzt den Stream so, okay. Ja, ich habe Aloe Vera Pflanzen. Das Ding ist, die kann ich auch aufschneiden. Problem ist, das Zeug aus der Pflanze kannst du nicht abschneiden und sofort auf die Haut tun. Macht das bitte nicht. Never ever machen. Niemals. Wenn ihr so eine Pflanze habt, dann schneidet ihr das ab und legt das in ein Gefäß, dass das nach unten auslaufen kann. Also die Schnittfläche nach unten. Und dann wartet ihr erstmal 2 bis 3 Stunden, weil da sind Giftstoffe drin, die ihr nicht unbedingt im Körper haben wollt. Und dann macht ihr das sauber. Und dann benutzt ihr das, was noch drin ist. Das Zeug stinkt, deswegen vielleicht ein bisschen mehr nach draußen packen. Ist nur so eine Erfahrung, die ich hier im Stream gemacht habe. Nur so eine Idee für euch. Da ist, das nennt sich Aloin. Könnt ihr gerne mal nachgucken, ist ein giftiger Stoff. So. Gottnio, bist du da? Okay, weißt du, wie das... Weißt du, wie das hier geht mit den Orakelkarten? Hast du das schon mitgekriegt? Okay, also du überlegst dir erstmal eine Frage, die solltest du nicht mit Ja und Nein beantwortet bekommen. Und eine Frage, die nicht mit Zahlen ist wie Lotto oder so, sondern eher ein Verständnis für eine Situation zum Beispiel gibt. Und wenn du eine hast, dann sagst du mir Bescheid. Ich schwöre es euch, wenn ich die Lampe auf volle Pulle stelle, dann sehe ich so aus wie die da. So geht's. So nicht. So geht's. So nicht. Tomate?
Weg. Da. Weg. Okay. Dann. Okay. Dann sagst du mir gleich einfach Stopp, wenn ich aufhören soll zu mischen. Jetzt gibst du mir eine Zahl zwischen 1 und 40. Und ob ich das von oben oder von unten abheben soll. Also ich kann ja von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 machen. 1, 2, 3, 4, 5. Deine Karte. Deine Karte ist das Abschlussrad. Eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Mit allen vier Himmelsrichtungen. Was ist denn da noch drauf? Könnte der Vollmond und der Neumond sein? Kann ich aber nicht genau erkennen. Mit den vier Elementen Wind. Ja, da musst du aber richtig Wasser. Das kannst du nicht erkennen. Ich weiß, was die vier Elemente sind, aber das kannst du da nicht erkennen. Deswegen lass mich mal gucken, was das hat. Was da steht. Alles hat einen Anfang. Eine Mitte und ein Ende. Denn so entspricht es der Natur des Lebens, Samen, Blüte, Frucht und aller menschlichen Beziehung. Abschluss führt uns die Fülle des Augenblicks vor Augen sowie die Notwendigkeit der Überführung einer alten Form in eine neue. Du hast einen Zyklus vollendet und ein Festhalten am Alten würde keine weiteren Wachstum bringen und keinen anderen Nutzen oder keinen anderen Nutzen. In puncto Beziehung ist es an der Zeit, das Gewesene zu würdigen und für die Zukunft nach einer neuen Form zu suchen. Was deine Projekte betrifft, darfst du nunmehr die Ernte deiner Bemühungen einfahren. Abschluss weist darauf hin, dass jetzt Zeit ist zu feiern. Wenn der Sommer zu Ende geht, sind die Früchte des Feldes reif. Was möchtest du mir jetzt sagen, Kekwin? Kommt da noch was oder beziehst du dich da gerade auf was? Hier oben ist das auch, oder? Ja. Ich habe einfach eine Mütze vergessen. Das ist zum Kotzen.
Ja, also ich habe keine Kopfschmerzen. Ich merke, dass er da oben einfach arbeitet. Also ich meine nicht Kopfschmerzen, ich meine nur, es pulsiert, es arbeitet da oben. Und das Gesicht natürlich auch, das fühlt sich so. Deswegen habe ich ja gerade gesprüht. Und vor allen Dingen Sonnenbrille. Das merke ich in den Augen natürlich auch. Aber naja. Man muss einfach aus Fehlern lernen, damit man es beim nächsten Mal richtig macht, oder? Man kann sich noch so viele Sachen angucken, wie man es macht. Im Endeffekt macht man es dann doch falsch. Lyxia, vielen Dank für dein verschenkten Abo. Dann kann ich mir jetzt ins Gesicht sprühen. Dankeschön. Und ich habe nächste Woche Nachtschicht. Also von daher sehe ich sowieso die Sonne erstmal nicht. Außer ganz früh ein bisschen und ein bisschen am Abend. Und der dazwischen wird geschlafen. Eva. Na, wie geht's? Punkte gesehen. Warte, einmal mache ich noch. Nimmt's mir aber nicht übel, ich werde für heute Schluss machen. Mein Kopf sagt, hör auf, mein Bauch sagt, hör auf. Nimm's mir nicht übel, aber ich glaube, ich brauche gerade einfach ein bisschen Erholungszeit für mich und meine Haut. Wie gesagt, war ja nur so ein kurzer Reinschwupser. Und ich wünsche euch einen entspannten Abend. Ich hoffe, euch geht's besser. Und denkt dran, wenn ihr morgen wandern geht, schön, schön einschmieren, nicht so einen Fehler machen wie ich hier mit den alten Punkten hier auf dem Kopf. Okay. Schön aufpassen, okay. Okay, in diesem Sinne, tut mir leid, dass heute so kurz war, aber Body first. Wenn ich den nicht mehr habe, habe ich ein Problem. Ich setze mich einfach in die Badewanne und schlaf da. Vielen lieben Dank für den Sub. Lyxia, der war super lieb von dir. Danke. Gehen wir noch wie ein Raiden. Ist schon wer da, den man raiden kann, Kevin? Ah, okay. Dann richte da mal schöne Grüße aus, dass ich mich jetzt hinhau, weghau, umhau. Und beim nächsten Mal machen wir ein bisschen länger. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns. Ich hab euch lieb. Ich bin raus für heute. Dein Mo. Ciao.